Ja, herzlich willkommen. Wie man sieht, ich habe hier hinten wieder mein Board. Heute soll es nochmal um den Shelly 2 gehen, den Shelly Switch. Einige hatten mich ja gebeten, hier nochmal eine Rollladenschaltung aufzubauen. So, hier haben wir einen Kondensatormotor verbaut, dann natürlich den Shelly 2. Und wir möchten einfach mal schauen, ob jetzt die Kalibrierung funktioniert, ob irgendwelche anderen Fehlermeldungen kommen, etc. pp. Da ja doch viele damit ein Problem gehabt haben. So, dann wollen wir uns das Ganze doch nochmal genauer anschauen. Also, was haben wir hier alles? Wir haben hier den Shelly 2, also den Shelly Switch. Haben hier einen Rollladenschalter verbaut, im Gegensatz zu einem normalen Serienschalter. Der verriegelt nämlich nicht, da kann ich wirklich beide schalten. Ist das bei dem so, dass der eine Verriegelung hat? Vorsichtshalber auch. So, kommen wir zur Verdrahtung selbst. Einmal natürlich hier die Phase, die einmal auf den Rollladenschalter geht, die wird dann hier abgenommen und den Shelly damit gespeist, das heißt hier einmal auf L. Den Neutralleiter brauche ich, glaube ich, nicht großartig erwähnen, einmal auf N. So, dann haben wir S1, S2, das heißt, das Ganze geht dann zum Schalter. Und zum Schluss haben wir Output 1 und Output 2, das sind die zwei, die dann hier zum Motor gehen. Ja, Motor selbst. Das Ganze hier ist ein Kondensatormotor. Ich hatte jetzt halt nicht Lust, hier einen Rollladenmotor, einen riesengroßen, zu verbauen. Aber mit dem soll es ja soweit auch funktionieren. So, ja, für diejenigen von euch, die sich eigentlich so noch gar nicht bisher auskennen, nochmal ein ganz kurzer Überblick über die Oberfläche und was das Teil so alles kann. Also, Wiki Schedule, das heißt, hier kann ich noch entsprechend einstellen, wann ich das Ganze dann steuern soll. Das Ganze dann auch mit Sunrise und Sunset. Dafür brauche ich natürlich NTP. So, dann, was eigentlich sehr wichtig ist, hier haben wir noch die Safety-Funktion. Das heißt eine Max Power Protection. Hier kann ich einstellen eben die Range, das heißt hier im Moment 1840 Watt. Gut, eine Obstacle Detection. Das heißt, wenn ich hier irgendwie drunter stehe oder wie auch immer, das heißt während des Schließens des Rollladens, dass er das detectet. Ja, das soweit schon mal dazu. Und die Settings. Ich kann den natürlich ja nicht nur hier für Rollläden benutzen, sondern kann damit alles Mögliche schalten. Das heißt, ich habe hier einmal den Input-Button-Type, ich habe hier Open- und Close-Buttons genommen, weil ich ja im Moment auch zwei separate habe. Einen Rollladenschalter, den Button-Type Momentary, da kann ich natürlich auch verschiedene Settings machen. Habe hier Power on Default Mode, das heißt im Moment, wenn der Strom weg ist, dann soll er bitte stoppen, wenn er wiederkommt. Open Close Working Time werde ich jetzt gleich während des Videos noch mal kurz näher bringen. Das heißt, das ist eigentlich sehr wichtig, weil hier sagt er, okay, nach 10 Sekunden im Moment die Einstellung soll er automatisch den Rollladen wieder stoppen. Der Mode ist im Moment der Roller Shutter Mode. Das ist ja das, was wir uns jetzt gleich anschauen wollen. Wir können natürlich den auch als Standard Relay benutzen. Und die Positioning Controls, die sind hier auch enabled. Und das ist ja das mit dem Kalibrieren, was bisher ein Problem für einige darstellte. Da, wo es ein Problem war, musste man einfach diesen Haken bisher wieder rausnehmen. Und dann ging es zumindest mal ganz normal. Gut, ansonsten ja unten Firmware, Factory Reset und Device Information ist, glaube ich, nichts Besonderes im Moment. Hier sieht man eben die Controls und hier natürlich auch ja nochmal den Verbrauch.
So, schauen wir uns doch ganz einfach hier mal noch die Working Time an, die Open-Close-Working-Time. Die ist bei mir im Moment auf 60 Sekunden gestellt. Ich habe noch die alte Firmware drauf. Das heißt, ich kann jetzt hierher gehen, Open und Close machen. So, einmal schalten. Dreimal schalten. Gut. Ja, auf 60 Sekunden ist gestellt. Das heißt, wir gehen jetzt halt hier nochmal auf Settings, weil das Problem ist ja unser Kalibrierungsproblem. Das heißt, die Positionen Controls, die enablen wir jetzt nochmal. Das hat geklappt. Dann versuchen wir jetzt nochmal zu kalibrieren und schauen, was passiert. Man sieht es, er kalibriert. Successful. Gut. Das war jetzt aber ein relativ kleiner Bereich. Das ist ja auch das, was beschrieben wurde. Ergo, wenn ich jetzt hier gehe und ihn nach oben mache, wie man sieht, dauert das genau ungefähr 2 Sekunden. Das Ganze für nach unten genauso. Ob das natürlich jetzt so toll ist, naja. So, dann machen wir jetzt ganz einfach mal das Update. So, Update gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt auf Kalibrieren klicke, passiert im Grunde genau das Gleiche, aber jetzt kommt an Calibration failed, Minimum Power of 4 Watt not reached. Und das ist nämlich der große Unterschied hier. Das heißt, jetzt kriege ich eine vernünftige Meldung. Das ist eigentlich auch klar, weil der Motor das entsprechend natürlich im Moment wirklich nicht hergibt. So, einen der Fehler, den man vor dem Kalibrieren machen kann, ist die Open Close Working Time verkehrt zu setzen. Das heißt, das ist eigentlich klar. Wenn die natürlich kleiner ist als das, was kalibriert werden muss, kann das nicht funktionieren. Das heißt, hier setzen wir den einfach mal auf 1 Sekunde jetzt für diesen Test. Jawohl. So, dann gehen wir noch mal auf Kalibrieren. Und Max Time Timeout. Ich glaube, die Meldung ist auf jeden Fall auch schon mal wesentlich neuer. Das heißt, jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal vernünftige Meldungen. So, ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen den Roller-Shutter-Mode noch mal ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen das Ganze jetzt mit dem Kalibrieren funktioniert. Lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr das Ganze nutzt und das Update eingespielt habt, ob das Kalibrieren bei euch denn jetzt funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da. Also bis demnächst. Ciao, ciao, euer Jörg.